Na, was geht? Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Heute geht's endlich wieder los. Das Update ist ja da. Version 2.0 und ich freue mich da richtig drauf. Ganz im Ernst. Ich habe sehr lange darauf gewartet, dass irgendetwas Neues mal in Super Mario Maker 2 reinkommt. Und jetzt endlich haben wir dieses Update endlich bekommen. Ziemlich spontan, vor ein paar Tagen wurde das Ganze irgendwie in Social Media angekündigt mit Version 2.0 und was alles drin vorkommt. Link in Super Mario Maker 2 mit dem Master Schwert, Ninja Speedruns, ein paar neue Gegner wurden hinzugefügt und so weiter. Ziemlich nice, wir gucken uns das Ganze heute mal so ein bisschen an und ich hoffe, ihr seid damit dabei. In diesem Sinne, der Uwe ist ja auch mit dabei. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte, und ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Der Uwe ist irgendwie immer dabei. Und das hier ist übrigens der gute Uwe. Ja, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, so siehst du auch aus, Alter. Ja, let's go. Wir gehen ins Spielen und natürlich Level aus aller Welt, weil dort wird wahrscheinlich alles gleich auch textbatzenmäßig erklärt. Jo. Oh, okay. Ja, das sind irgendwelche... Macht keine Scheiße hier. Hier kommen Ninja Speedruns. Wetteifere mit Baumeistern aus der ganzen Welt um den Weltrekord. Außerdem kannst du neue Baumeisterkleidung erhalten, wenn du während eines Events Level abschließt und Stempel sammelst. Ganz wichtig, es wird heute Abend einen Stream geben. So gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr rum. Und es wird natürlich Mario Maker gespielt. Fortnite wollte ich gerade sagen. Es wird natürlich Mario Maker 2 gespielt. So. Und wir werden uns dort nochmal alles viel, viel detaillierter angucken. Stellt euch das mal so vor. Dieses Video ist ein ganz, ganz kurzer, komprimierter Stream. Mehr zu dieser ganzen Angelegenheit heute Abend in meinem Stream. Ninja Speedruns sind jetzt am Start und das Ganze für 6 Tage. Mitteilungen, lass mal sein, Bruder. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir an ein Zelda-Level ran? Ich habe keine ID, die mir irgendwie... ein Zelda-Level geben könnte, so. Ich habe keine ID im Kopf. Das heißt, ich werde suchen müssen. Vielleicht kann man ja irgendwie schon bei der Detailsuche filtern nach Link oder so. Die Suchfunktion wurde verbessert. Ah, okay. Das ist ja ziemlich interessant. Ah, ja. Nun denn, so lasst uns suchen. Spielthema. Das ist ja das Ding. Nur Super Mario Bros. Natürlich. Beliebtheit, gegen eine Abschlussreihe. Beliebtheit machen wir mal, ja. Umgebung, das ist eigentlich komplett egal. Schwierigkeitsgrad ist auch egal. Hochladezeitpunkt, letzte 30 Tage. Gespielte Male, das sollte am besten... Ja, das Ding ist... Kann man das hier echt nicht so einstellen? Ich suche mir das mal raus oder ich suche mir am besten direkt mal ein Zelda-Level raus. Man kennt's. Ich brauch gar nicht suchen, Bruder. Letzte 30 Tage. Mario Bros. Brrr, alles ist voll mit Zelda. Alles, alles. Hier. Beginner Hero Training. Damit fangen wir an. Wir werden jetzt das Training starten. Und heute Abend im Stream rasieren wir bei diesen Leveln richtig. Vielleicht bauen wir auch heute Abend ein Link-Level. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, ob ihr darauf Bock habt. Ich habe halt gesehen, es... also lustigerweise ist mein beliebtestes Mario Maker 2 Video nicht der erste Part, sondern ein Livestream, in dem wir ein Level gebaut haben. Und daher rührt heute meine unfassbare Lust, mit Ihnen zusammen heute Abend auch vielleicht ein Level zu bauen. Müssen wir mal gucken. Ja, 86.000 Klicks für ein Baulevel. Bruder, mehr. Beginner Hero Training, wir fangen an. Von Sä und die anderen Zeichen kann ich leider nicht mehr lesen. Jedenfalls... Das erste The Legend of Zelda Level. Wir fangen an. Ich hoffe, meine Facecam ist irgendwie nicht schlimm gesetzt oder so. Super Link Maker. Diese Zeichnung. Das bin übrigens ich. So, und da sind wir mit Link auch schon am Start. Das sind die Moves. Einmal den Schwert. Move. Dann das Schild. Wie geht das Schild? Okay, also auf den ganzen... hinteren Buttons, L, R, Z, L, Z, R, da könnt ihr Bogenschießen machen. Und durch das nach unten drücken, schützt ihr euch. Dann packt ihr euer Schild aus. Das sind die Moves, die ihr habt. Aber ey, gab's nicht noch Bomben oder so? Alter, kann der hochspringen. Huch. Ja, pass auf, Bruder.
Okay, das muss ich echt gut abtimen hier mit dem Pfeil. Fällt mir gerade auf, aber kein Problem. Was haben wir da? Können wir den Block auch aktivieren? Durch Pfeil? Nee, aber mit Schwert bestimmt, oder? Ja, das schmeckt. Leckere Münzen aus dem Block. Ja. Okay. Was auch immer Link mit Münzen möchte. Seit wann sammelt er Münzen? Ich dachte, er sammelt Rubine. Wir machen den krassen Move, den, den Link nun mal zu dem macht, was er ist. Zu einem krassen Schwertträger. Und ja, geil. Noch das nächste Schwert gezogen. Also ihr seht, man kann hier eigentlich gar nicht verlieren in diesem Level. Es ist natürlich das Training und so. Man muss in alles Mögliche eingeführt werden. Auch in das Pauschalter drücken. Beziehungsweise... Ah! Wie bin ich denn da gerade durchgeswitcht? Huch! Switch an? Nein! Switch aus. Oh mein Gott, noch Musikblöcke, die so ein Zelda... die eine Zelda-Melodie abspielen. Echt cool. Das Level bis hierhin, muss ich sagen... Ich liebe ja SMB-Level sowieso, ne? Und auch gerade wegen dieser ganzen 8-Bit-Thematik und so. Und das ist halt ein 8-Bit-Link. Verzeiht mir diese Aussage, aber es ist sehr jäh. Jetzt habe ich es gesagt. Ganz schlimm. Wir sind im Dungeon. Vor allem, dass es hier auch Dungeon-Musik gibt. Die ist nicht custom. Die hat Nintendo hier reingeballert, oder? Wir gehen direkt mal nach links. Es wird wohl so eine Art Eisraum sein, oder was? Okay, da sind schon Spikes. Also ihr seht, das Level ist bugfrisch, ja? Oh mein Gott! Der denn her? Ah, okay, die Musik aktiviert sich, wenn wir links sind. Okay. Hat sonst gar nichts. Schwein. Okay. Oh Gott. Ich kann die zurückschleudern. So hieß es doch, oder? Genau. Und jetzt geht das Ding auf Kollisions- und... Nein! Verdammt, warum dreht er sich um? Schwein. Ah! Gut, dass er sich nicht nach rechts gedreht hat. Ich krieg gleich noch einen kompletten Kollaps. Nein, Junge, was soll das denn? Ich bin noch nach unten gegangen. Okay, merken wir uns, das mit dem Schild ist ultrasensibel. Vielleicht liegt es auch an meinem Controller. Ich gehe mal davon aus. Okay. So, also nochmal, Spike, ihr seht hier, der neue Gegner. Ja. Okay, das darf hier nicht so kaputt gehen. Kein Problem. Wir lassen Spike leben. Der Ehrenmann. Da oben ist eh noch eine größere Version. Vielleicht kriegen wir die ja auch gleich noch kaputt. Wobei, haben wir das Level nicht schon in einem Trailer gesehen? In diesem einen Trailer? Das ist doch safe das Level. Okay. Schreibt es in die Kommentare, ob es wirklich das Level ist. Jedenfalls, dieser kleine Spike hier, ja, kam neu dazu. Macht nichts als Probleme. So ein mieses Schwein. Nein! Oh Gott. Ach, ich wusste, kann ich das Schwert auch dagegen halten? Ah! Okay, ich werde aber zurückgestoßen. Ich dachte, ich kann doch in der Luft das Schild halten, aber das... Nee. Das stimmt, das geht ja nicht, weil da machst du den Schwert-Move. Ah ja. Ich lerne dazu. Langsam, aber effektiv. Oh. Oh, die Feenquelle, Brüder. Ja, das wird schmecken. Hallo? Wie komme ich hier weiter? Ach so! Muss ich runter? Meine Facecam ist im Weg, es tut mir leid. So, was hat das eigentlich jetzt gebracht? Haben wir irgendwas bekommen? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal weiter hier. Okay. Jetzt ist die Frage, wie zum Teufel... Ah, okay, wir müssen das Steuerkreuz nach oben halten und X drücken. Oder halt irgendeine Aktionstaste, die nicht springen ist. Und dann zückt die einfach eiskalt eine Bombe. Ich würde mich aber nicht zu nah dran stellen. Was passiert eigentlich, wenn ich das... Ich will mal ausprobieren. Suizid begehen ist also hier kein Problem mehr. Spielen Sie Mario Maker 2. Ah, ich wollte gerade sagen, willst du mich da gerade dazu zwingen, die Bombe dahin zu werfen? Aber mitnichten. Oder um es mit dem Namen des Pokémons zu beantworten, sehr wohl. So, ich würde sagen, hier klären wir es aber ganz cool ab mit dem Pfeil und Bogen. Mit Bomben wollten sie, dass ich damit arbeite, ja. Ach so. Nein, hau nach oben. Okay.
wollte gerade sagen. Macht bloß den Raum auf. Macht diesen verdammten Raum auf. Okay. Das Ding ist jetzt gerade, wo ich halt, vielleicht ist es bei euch auch so, ich habe gerade so diesen Kick mit Link, dass ich denke, okay, so er springt zwar, aber es ist Link so. Link hat noch nie mit seinem Kopf und mit Springen dafür gesorgt, dass Knöpfe aktiviert werden oder Schalter, was halt so eine Art Aspekt von Mario ist. Und dann fällt mir auf, ich kann auch einfach den Knopf anspringen. Ich wollte gerade mit dem Schwert arbeiten oder mit der Bombe oder mit dem Pfeil und Bogen. Kann es sich nicht ausdenken. Okay, also ich habe verstanden, worum es geht. Ihr müsst es mir nicht erklären. Mit jedem weiteren Rätsel, das gelöst wird, wird auch dieser Raum hier weiter zerstört. Diese ganzen Blöcke zerstören sich und dadurch wird wohl irgendwie dafür gesorgt, dass ich irgendetwas bekomme. Letzter Raum. Boah, das Level geht aber verdammt lang. Oder ich stelle mich nur einfach an. Das kann auch sein. Ich muss die Steuerung noch ein bisschen checken, ja. Das ist noch nicht so ganz ausgeklügelt. Mhm. Auch diese... Du hast gerade ein Rätsel gelöst, Geräusche, ne? Geil. Nein, was? Stirb. Sterben Sie, Ambrosius. Es wird Zeit für Sie ins Grab zu steigen. Oh, die Münzen. Wir haben zwar noch ein paar Sekunden Zeit, aber die sollen es nun richten. Hallo? Muss ich von weiter weg schießen? Schwein, Alter, natürlich muss ich das tun. Lol, was? Muss ich Bombe jetzt werfen, oder was? Hallo? Lol? Wie kann ich den P-Switch jetzt aktivieren? Ich komme ja nicht mal mehr hier hoch. Hä? Warte. Nein, was soll ich denn jetzt tun? Habe ich irgendeinen P-Switch nicht aktiviert, oder was? Ich verstehe jetzt gar nicht, wo... Die Zeit läuft halt weg, ne? Real Talk, was soll ich hier jetzt machen? Ich verstehe nicht, was man von mir will. Ich finde diesen Block hier ziemlich attraktiv, so, da könnte irgendwas passieren. Aber ich muss die Bombe erstmal dahin schieben. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Was ist denn da jetzt? Da ist doch nichts mehr, hä, lol. Ich verstehe halt gerade echt nicht, was man von mir möchte, ja. Vor allem, ich kann die Bombe ja auch nicht... Also entweder ich habe gerade echt nicht verstanden, wie die Bombe funktioniert, oder ich muss sie da hochwerfen. Nein, nee, ich mach schon so mit Bewegungssteuerung, dass sie da hochgeht, Alter. Jo, ich verstehe es nicht. Ich habe wohl irgendwie einen falschen Dings gedrückt. Oder ich verstehe es nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wir sehen uns hier wieder. Meine Fresse, das kann doch nicht sein. Ups. Ich glaube, ich realisiere gerade, was ich nicht verstanden habe. Uff. Folgendermaßen. Warte mal, ich kann auch. In drei Richtungen. Ja, genau. Man kann in drei Richtungen schießen und... Ich bin so dumm, es tut mir leid. Sorry. Wir müssen selbstredend den Pfeil da hochwerfen. Oder so hochlenken im höchsten Winkel. Hallo? Ja, das ist viel zu weit weg. Das ist viel zu nah an der Wand dran. Ich muss das von hier machen. Mit Sprunganlauf, oder was? Ah, ja. Sehr wohl. Sehr wohl. Ich habe es verstanden, Brüder. Uff, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Was? Soll ich das nochmal alles von vorne machen, oder was? Da wird doch gespeichert. Als ob nur beim ersten Mal gespeichert wird. Junge, ist das dumm. Brüder, ich mach kurz die restlichen Aufgaben fertig. Also, nochmal. So, meine Kerle. Das heilige Triforce... Es wurde nun entdeckt von mir. Ich bin der Meister dieses Levels. Mit diesem Schlüssel, wahrscheinlich gehen wir jetzt zu einem Endboss, oder was? Ich bin sehr gespannt. Es ist halt immer noch nicht vorbei, oder? Uff. Okay, ich glaube, diese heutige Episode wird den Namen tragen. Es geht halt wirklich nur um fucking Link.
Weil dieses Level, ich, ganz ehrlich, ich sitze gerne an diesem Level. Dieses Level ist halt so, du startest es und du hast im Prinzip... Ja, du kleines Mistschwein, kommen Sie heran. Kommen Sie heran, nehmen Sie diese doch zu... Ist das Dodongo? Soll das Dodongo darstellen? Ist das der Kampf gegen Dodongo? Wow! Ich trau mich nicht, ihn zu nähern. Der ist gefährlich. Ach nee, ist das so eine Art SMB3-Finale oder was? Muss ich den Boden zerstören? Kommen Sie heran. Also ich könnte Bowser... natürlich auch noch zerstören. Hm. Hauen Sie rein! Sehr schön. Ja, geil, Alter. Wirklich cooler Bosskampf. Coole Idee so. Ich hatte mir das am Anfang etwas komplizierter vorgestellt. Ich wollte Bowser halt wirklich... Dodongo. Ich wollte Dodongo wirklich zerstören. Aber am Ende habe ich gesehen, ey, machen wir es doch so, wie es in Super Mario Bros. 3 der Fall ist. Und zwar einfach den Boden kaputt machen und gar nicht groß drum kümmern. Pass auf. Den heft ich dir da jetzt dran. Geil! Cooles Level, Alter. Wirklich sehr, sehr cooles Level. Eins der besten, die ich lustigerweise jemals gespielt habe. Und, dass ich das jetzt nach dem Update sage, das ist, wow, 13 Minuten. Da habe ich aber auch wirklich gearbeitet, ne? Das war wirklich so ein Arbeitslevel, ja? Ich hab's genossen. Lasst mir bitte diese Freiheit. Danke. Ja, Beginner Hero Training, Alter. Damit hat's angefangen und damit wird's auch aufhören. Wir werden den Part jetzt beenden. Denn ich denke, wir haben einen ganz, ganz guten Überblick über die Spikes bekommen und über generell das Link-Feature und so. Bomben, Pfeile, Schwert. Schild! Und, ist geil. Ich freue mich sehr auf dieses Update. Ich freue mich sehr darüber, dass es da ist und ich bin jetzt wirklich heiß darauf, mehr zu spielen. Ich will mehr spielen. Heute Abend im Stream gibt es alles. Ja, die komplette Packung. Eventuell bauen wir ein Level. Eventuell gibt es einen Speedrun oder gibt es ein paar Speedruns und wir werden uns natürlich selbst noch ein paar Link-Level anschauen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr neu seid. Sorry dafür, dass ich heute übelst verpeilt war und nicht verstanden habe, worum es ging in diesen Leveln, aber wisst ihr, ich habe diesen Trailer gesehen vor ein paar Tagen und habe ihn einfach laufen lassen und hab's genossen so. Ich habe nicht genau auf die ganzen Inputs geachtet, welchen Knopf du jetzt drücken musst für welche Aktion. Aber gut. Haut rein. Ciao. Ich komme nicht zu Punkt. Ich will am besten weiterreden. Wisst ihr was? Das ist halt das Problem. Wisst ihr, was ich meine so? Deswegen hasse ich es, Aufnahmen zu beenden, weil ich immer Tschüss sagen muss. Und ich kann nicht Tschüss sagen. Aber ich muss jetzt. Deswegen Tschüss.